Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderate hier im LS 19. Sorry. Ja, ich habe das Ding beendet, was wir letzte Folge angefangen haben. Also, die Felder sind soweit schick. Hat alles hingehauen. Wir wollten anfangen mit Grasmähen. Ich habe mir ein Pöttinger Novacat gemietet. Ich weiß, wir haben ein Mähwerk, aber das hat einen Grund. Und zwar kann dieses hier gleich Spattablage machen. Und da wir ja auf Feld Nummer 6 E-Grünroggen haben und das ja, in Silage umwandeln wollen, brauchen wir das nachher nicht schwaden, sondern können das gleich als Spattablage machen. Ja, deshalb habe ich es gemietet. Und wenn wir mit dem Silageballen pressen, einwickeln, fertig sind, können wir dann nachher gleich da starten, oder ich lasse den Helfer dann laufen da, je nachdem. Müssen wir mal sehen. Also auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal an, das Gras runter zu reißen. So, hier machen wir erstmal alles an. Gucken mal, vorne ist jetzt auch an. Ja, vorne ist noch aus. So, das denn los hier? Ne, vorne ist an. Vorne ist an. Vorne muss an sein, aber ist hier noch Gras stehen, aber ist doch an da vorne, oder was? Vorne ist an. Okay. Warum lässt denn da Gras stehen? Seht ihr auch, ne? Also, hinten ist an und vorne ist auch an. Ah, ja moin. Man müsste das auch mal runterlassen, ne? Oh Gott, ist das peinlich. Alles klar. Sorry. Gut. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen Gras mähen. So, wir sollten natürlich nicht ganz so dicht dran fahren. Genau, dann werden wir das nachher pressen schön. Ein bisschen wickeln. Dass wir davon Silageball machen können. Und dann, ja, werden wir die verkaufen fahren, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Ich hatte ja gesagt, Strohbergungs-Addon kommt nächste Woche raus. Ich glaube, nächste Woche Dienstag. Also nicht mal mehr eine Woche. Da müssen wir ein bisschen Geld verdienen, ne? So. Ja, wir fahren mal ein bisschen. Fahren wir noch ein Vorgewende, ja, ne? Fahren wir noch ein Vorgewende. Ich habe da irgendwie so ein doofes Gefühl. Die Schwatti sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, also ich persönlich glaube, ne, ich habe doch das. Ich habe gedacht, ich hätte vielleicht das falsche Frontmähwerk, aber er legt es ja als Schwad ab, also. Weil die sieht ein bisschen komisch aus. Hm. Naja, was soll's. Also, ich hab's mir ein bisschen schöner vorgestellt, aber. Ja, doch, geht. Geht vielleicht doch einigermaßen. Vielleicht geht's doch. Ja, sollte gehen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn wir den Grünroggen runtergerissen haben, dass wir da schon mal ein bisschen was Getreidehaltiges drauf machen. Dass wir da nachher schon mal mit der Pelletpresse, wenn die dann nächste Woche rauskommt, dass wir damit einmal schön pressen können. Das ist doch so zum Einstand, glaube ich. Also ich glaube zwar nicht, dass das auf den Tag genau reif wird alles, aber dass wir damit dann im Laufe der nächsten Woche schon mal arbeiten können. Ich glaube, das hört sich gar nicht so verkehrt an, ne? Oder? Dann können wir die nämlich mal ausprobieren. Ich weiß, kaufen können werden wir uns die erstmal nicht. Aber wenigstens erstmal mieten. Dass wir da
dass wir damit wenigstens schon mal arbeiten können. Den genauen Slotverbrauch, weil ja, es gab einen vorläufigen Slotverbrauch, wo der angegeben wurde, aber ob das jetzt der finale ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ja hier noch genügend Slots frei, also das sollte nicht das Problem sein. Also damit sollten wir hier gut arbeiten können. Müssen wir mal schauen nächste Woche, wie wir das dann machen. Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wenn das rauskommt. So, das klappen wir erstmal zusammen. Nee, 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 so schon richtig. So, fahren wir noch zur anderen Wiese. Werden das da auch noch mal einmal fix runterreißen. Und dann, weiß nicht, wollen wir uns so eine Presswickel-Kombi mieten? Ja, ne? Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Dann haben wir das einmal fix abgearbeitet. Und uns da ja auch nicht allzu lange drauf dran aufhalten. Wir wollen ja schließlich noch ein bisschen Geld verdienen. So. Ich weiß gar nicht, ob die andere Wiese voll gedüngt war. Ich glaube nicht. Da auf der Wiese waren wir auch schon ewig nicht mehr. Wie gesagt, wir hatten ja nicht so viele Kühe, dass wir da elendig viel Silage verbraucht haben. So war es ja nun nicht. Deswegen, also ja, schon ein paar Folgen her, wo wir da drauf waren. Aber ich finde, es ist eine cool gelegene Wiese hier. So mit den Feldwegen, das hatte ich glaube ich damals schon gesagt, gefällt mir schon sehr gut. Allgemein die Karte, ne, ist ja, ja, braucht man glaube ich nicht so viel zu sagen. So, wollen wir mal sehen, wie wir hier einigermaßen das ganze Teil rumwuchten hier. Ist ja schon ziemlich groß. Ja, passt nicht so ganz, ne? So. Mit dem Novacat so an sich habe ich, glaube ich, privat so noch nicht wirklich gespielt, um ehrlich zu sein. So, hinten noch runter. Fahren wir mal einen Meter vor. Müssen wir auch erstmal das Tor zumachen. Ja, wo ist er da? So. Aber schon ein schönes Teil eigentlich. Also es erspart Arbeit, ne? Es erspart einen Arbeitsschritt, das Schwaden. An sich nicht so verkehrt. Könnte man sich mal überlegen, wenn wir vielleicht Grünroggen ein bisschen öfter machen wollen. Und dann mit dem Gras mähen. Weiß nicht, ja, könnte man sich mal überlegen, das zu kaufen, ne? Wie gesagt, unser Mähwerk ist ja jetzt nicht so groß. Hat ja alles seine Vorteile. Klar kostet es wieder ein bisschen was, aber am Ende geht es auch alles schneller, ne? Und da, darum geht es ja in der heutigen Landwirtschaft, alles in der kürzeren Zeit, in der schnelleren Zeit zu erledigen. So, Vorgewende. Ja, einmal fahren wir noch. Das Licht kann ich auch mal ausmachen, ne? Ja. Gut, dann können wir das nachher gleich wickeln. Ich weiß gar nicht, so eine Presswickel-Kombi, müssen wir mal gucken. Wir wollen uns ja noch ein Feld kaufen. Nicht, dass wir uns jetzt hier zu viel mieten, aber eigentlich brauchen wir ja erstmal nur noch die. Ja, dann müssen wir die noch einsammeln und dann können wir sie schon wegbringen. Ich weiß gar nicht, wie der Preis ist. Nicht, dass wir die noch ein bisschen lagern müssen am Hof. Wäre so an sich auch nicht schlimm. Ah, 312 fällt gerade. Gut, dann müssen wir sie noch einen Tag lagern. Oder zwei, je nachdem,
wie gut dann der Preis ist. Was machen eigentlich die Kühe? Ja, sieht alles noch relativ gut aus. Also da brauchen wir wahrscheinlich erst wieder heute Abend hingucken. Fahren wir noch die Bahn hier. Sollen wir eigentlich heute noch schaffen. Vielleicht können wir uns dann ja schon mal noch eine Presse mieten. Und dann können wir hier schon mal anfangen. Dann können wir in der nächsten Folge, weiß ich nicht, vielleicht fahre ich dann schon mal Vorgewende. Beim grünen Roggen. Muss ich erst mal sehen, ob das überhaupt schon gut ist. Fahre ich dann das Vorgewende und dann könnte ich da ja erstmal den Helfer fahren lassen. Dass wir hier in Ruhe pressen können. Alles einwickeln und aufladen. Dann können wir da nämlich später schon weitermachen. Wenn der Helfer da dann fertig ist, dann machen wir das nur noch einsammeln und ja, ins Silo fahren. Dass unsere Kühe dann auch richtig was zu müffeln haben. Die anderen beiden Felder müssten wir dann auch nachher bald ernten können. Weiß gar nicht, wir wollten uns eigentlich, glaube ich, die 33 kaufen, ne? Oder was war das hier unten? Genau. Dies hier, ne? Ja, 152.000, genau. Das passt nämlich noch genau ins Budget. Was war denn da für eine Feldfrucht drauf? Halt, stopp. Hafer. Ist das irgendwie erntereif oder irgendwas? Achso, ist sogar abgeerntet. Naja gut, dann müssen wir das neu bestellen. Ah, genau, wir wollten es erstmal nicht kaufen. Weil wir dann wahrscheinlich. Genau, ich weiß es. Ha, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir wollten es nicht kaufen. Weil wir dann wahrscheinlich nicht mehr genug Geld gehabt hätten für Dünger und Kalk und sowas. Deswegen wollte ich es, glaube ich, erstmal noch nicht kaufen. Das war, glaube ich, der Grund. Ich glaube, das war der Grund. Ich meine, wir ernten ja aber heute noch. Also könnten wir es eigentlich kaufen. Spielt dann ja nicht so eine große Rolle. Außerdem haben wir, glaube ich, noch Lagerbestände, die wir auch noch verkaufen könnten. Ja, das passt. Das passt. Dann kaufen wir das Feld, dann können wir das nämlich neu bestellen. Genau, dann können wir das bestellen. Und dann können wir die anderen Felder noch abernten. Also steht der Plan für den Tag, In-Game-Tag, steht dann schon mal. Wird sich dann halt nur alles auf mehrere Folgen aufteilen. So, ich denke mal hier noch eine Bahn. Ja. Dann da unten noch ein, zwei Bahnen und dann haben wir das auch abgeschlossen. So. Ja, eine. Gut. Dann klappen wir alles zusammen. Vorne auch noch. Vorne auch noch. Genau. Dann bringe ich das erstmal zum Hof. Na, warte mal, wir gucken mal. Können uns ja gleich die Presse mieten. Dann gucke ich mal gleich, was wir da für einen Traktor brauchen mit. Was für eine PS-Zahl. Ja, so viel Auswahl gibt es jetzt hier nicht, ne? Die Klaas. Ja. Wollen sie mieten? Ja, wir mieten uns die mal. 4000 Euro, das passt doch. Achso, PS wollte ich noch wissen. 145, ja. Kriegt der Case auch gezogen, also können wir das... Oh ne, kaufen wollte ich es jetzt nicht mehr. Kriegt der Case das auch gezogen, also können wir den
John Deere in dem Gespann hier so lassen. Dann hauen wir da den Case nachher gleich vor. Also in der nächsten Folge. Wir sind nämlich fertig. Ja, und dann pressen wir damit. Oder hat er nicht so viel PS? Jetzt muss ich erstmal gucken. Doch, hat er. Also passt. Gut. Dann steht der Plan für die nächste Folge. Wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo da. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.